Die Zentralbanken haben vor, das Konjunkturprogramm zu drosseln. So sollten wir es genießen, solange es noch da ist. Hallo Patrizio und danke für den Beitritt. Ich freue mich, Sie wieder in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Heute werden wir eine Reihe von Fragen diskutieren, den S&P, den Euro und den Dollar. Beginnen wir mit dem S&P. Sein Handelsvolumen ist seit kurzem relativ gering. Könnten Sie erklären, warum? Ja, der S&P war in einer sonderbaren Situation. Sowohl das Volumen als auch die Volatilität waren sehr gering. Wir nähern uns an einen historischen Rekord. Eine ähnliche Lage wurde in den Jahren 2005-2006 verzeichnet, aber seitdem haben wir nichts dergleichen gesehen. Höchstwahrscheinlich ist diese Situation auf die Zentralbanken zurückzuführen. Sie versuchen, die Erwartungen zu rechtfertigen. Sie haben viel Liquidität angeboten und den Risikoappetit gefördert. Das hat sich ausgewirkt. Nun sind wir in einem risikobehafteten Umfeld. Viele Marktteilnehmer verkaufen volatile Positionen und es herrscht eine lockere Atmosphäre am Markt. Aber die Zeit geht voran und nun wägen die Zentralbanken eine Drosselung der übermäßigen Liquiditätsversorgung ab. Also sollten wir sie genießen, solange sie noch da ist. Gehen wir zum Währungspaar Euro-Dollar über, welches neuerdings sehr beweglich geworden ist. Könnten Sie den Grund erklären, dass sich diese Volatilität fortsetzen? Ja klar, in diesem Low-Vol-Umfeld, wo sowohl das Volumen als auch die Volatilität niedrig sind, ist etwas in Bewegung gekommen. Beim Währungspaar Euro-Dollar geht es um einen sehr umfangreichen Markt. Der Dollar war unter Druck, so hat das Paar Euro-Dollar zugelegt. Dies ist offensichtlich auch mit dem Optimismus in Bezug auf die europäische Politik und Europas Wirtschaftswachstum verbunden. Die europäische Wachstumsrate zieht auch an. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die wichtige Markterscheinung lenken, die auf diesem Bild dargestellt ist. Der Spread zwischen den zweijährigen auf den Dollar und den Euro lautenden Staatsanleihen ist mit der roten Linie markiert. Er wird von der blauen Linie überholt, welche den sprunghaften Anstieg der realen Injektionsrate markiert. Das heißt, dass die Erwartungen am Euro-Dollar-Markt höher sind als an anderen Märkten. Es ist ein Wegsignal für den Euro. Ich denke, der Anstieg wird sich fortsetzen, aber erst nach einer Pause. Hier können wir sehen, dass der Dollar seit einem Jahr in einem mittel- und langfristigen Abwärtstrend liegt. Der Euro und andere Währungen holen dem Dollar nach. So ist der Wechselkurs wackelig geworden. Lassen Sie uns auf das Dollar-Thema genauer eingehen. Welche Entwicklungen erwarten Sie in diesem Bereich? Wird es eine Zinserhöhung geben? Was wird der nächste Schritt sein? Ich denke, jetzt wird eine Pause angelegt. Die Märkte sind auf Zentralbanken fokussiert. Es liegt auch an der Bestandshaltung, an der man auch profitieren kann. Es ist zu beachten, dass Zentralbanken vor einigen Wochen die Märkte durch eine Ankündigung schockierten, dass sie eine Drosselung ihrer Konjunkturprogramme abwägen. So kann die US-Fed einen Teil von Anleihen von ihren Bilanzen verkaufen und die EZB kann die Kaufvolumina von Wertpapieren reduzieren. Die Märkte reagierten sehr scharf, sodass die Zentralbanken den Wortlaut ihrer Aussagen mäßigen mussten. Nun ist eine Pause entstanden, nämlich bis zum Jackson Hole Meeting. Diese wichtige Veranstaltung wird am Ende August stattfinden und inzwischen wird nur spekuliert werden. Meiner Meinung nach wird weder die Fed noch die EZB den Leitzins ändern, weil der Schuldenstand zu hoch ist. Und solche Schritte könnten die Aktivität der Unternehmen mindern. Im Zinsbereich werden die Zentralbanken Vorsicht walten lassen.
Aber sie werden, wie schon anvisiert, den Anleihenkauf langsam drosseln. Eines Tages wird der Kauf in den negativen Bereich sinken. Es wird keine Liquiditätsspritzen mehr geben. All die bereits eingespritzte Liquidität wird abebben. Der Risikoappetit wird nicht mehr gefördert werden. Er wird kein Futter bekommen. Das Risikogeschäft wird zurückgehen. Die Märkte werden selektiver und volatiler werden. Deshalb sollten wir uns nicht auf die Zinsraten konzentrieren, sondern die niedrige Volatilität genießen, solange sie noch da ist. Patricio, vielen Dank für das Interview. Gern geschehen. Danke für das Zusehen. Falls Sie sich weitere Interviews, Forex-Analysen und Nachrichten anschauen möchten, bleiben Sie dran auf LukasCopy.tv.